Herr Schubauer, wir sind ja heute mit unseren Studiengängen und unseren MBA-Studenten hier bei Ihnen zu Gast im Aston Martin Testzentrum. Sie als Chef hier vom Aston Martin Zentrum am Nürburgring sind ja auch involviert in diesen Studiengang und wir hätten ein paar Fragen an Sie. Was halten Sie denn eigentlich von unserem Studiengang Motorsportmanagement hier am Nürburgring? Ja, ich finde Motorsportmanagement am Nürburgring ist eine tolle Sache, weil Nürburgring und Motorsport woanders auf dieser Welt passt es besser zusammen. Und wenn man sich heute anschaut, wie der Motorsport strukturiert ist, dann braucht man so einen Studiengang. Was halten Sie von der Kombination, dass wir hier auch am Nürburgring sind? Das ist bestimmt auch eine wichtige Sache. Ja, Nürburgring und Motorsport, das gehört zusammen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir letztendlich als englischer Sportwagenhersteller hier vor Ort sind mit einem Testzentrum. Motorsport und Serienentwicklung gehört zusammen und insofern ist natürlich auch der Studiengang hier genau richtig angesiedelt. Ich habe es ja so ein bisschen recherchiert. Ich weiß ja auch, dass Sie sehr im Motorsport engagiert sind und auch selber Rennfahrer sind. Was macht für Sie die Faszination von Motorsport aus? Ja, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen unterscheiden zwischen Motorsport in einer seriennahen Kategorie und Motorsport in einem Bereich, die mit Serienfahrzeugen direkt nichts mehr zu tun haben. Beide haben ihre Faszination. Wir Aston Martin machen hier am Nürburgring hauptsächlich den Bereich seriennahen Motorsport. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier unter der Woche, die ganze Woche unsere Serienautos entwickeln. Und was liegt da näher, als am Wochenende dann die Langstrecken hin hier bei der VLN zu fahren oder eben auch das 24-Stunden-Rennen und damit auch zu kommunizieren, was hier ein seriennahes Fahrzeug überhaupt leisten kann auf dieser immer noch schwierigsten Rennstrecke, die es auf der Welt nun mal gibt. Sie sind ja hier am Nürburgring auch mit Ihrem Testzentrum. Das ist wahrscheinlich auch schon Grund dafür, dass Sie hier am Nürburgring sind, wegen der besonderen Gegebenheit. Was ist so der Hauptgrund für Sie, hier zu sein? Ja, wenn wir über Nürburgring reden, als Fahrzeugentwickler jetzt mal ein bisschen abweichend vom Motorsport, dann reden wir immer über die Nordschleife. Die Nordschleife ist hier dieses Medium, was für die Entwicklung wichtig ist. Mit ihren 300 Metern Höhenunterschied, mit all den unterschiedlichen Kurven, Kuppen und so weiter, was es hier gibt, ist es eine einmalige Gelegenheit, ein Fahrzeug vom Prototypenstadium in den Serienbereich zu entwickeln, sodass später das Produkt, was man auch verkauft, fit ist, um auf der ganzen Welt eine gute Figur abzugeben. Jetzt sind wir ja mit unseren Studiengängen hier am Nürburgring auch und gerade die Motorsportmanager, die ja bei uns demnächst auch abschließen. Wie sehen Sie bei denen überhaupt die Jobchancen? Gibt es da einen Markt? Ich glaube, das ist ein stark wachsender Markt, weil Motorsport wird immer internationaler. Die Zusammenhänge werden komplizierter und da wird es einen stark wachsenden Markt für geben. Wir haben ja jetzt auch zukünftig vor, das Ganze zu internationalisieren. Das heißt, wir wollen einen internationalen Studiengang draus machen. Ist das der richtige Weg? Ja, absolut. Wenn man sich Motorsport heutzutage anschaut, übrigens auch der Motorsport, der hier am Nürburgring speziell betrieben wird, mit der VLN oder mit dem 24-Stunden-Rennen, das ist internationaler Motorsport. Also auch wenn ich das jetzt bei uns in der Firma anschaue, wir haben internationale Fahrerbesetzungen, also auch im Kundensportbereich hier in der VLN. Wir haben teilweise Besetzungen, die setzen sich dann zusammen, Australien, Amerika, von der ganzen Welt. Also Motorsport ist nicht national, Motorsport ist international. Und insofern glaube ich, ist es eine logische Konsequenz, das auch international aufzustellen. Neben Motorsportmanagement und Sportmanagement haben wir ja hier auch den Studiengang Innovationsmanagement. Sie sprechen es ja sowieso schon an, da Sie mit Ihrem Testzentrum hier sind, aber das finden Sie wohl auch als passende Kombination, das hier anzubieten. Ja, Motorsport und Innovation, das sind eigentlich zwei Sachen, die gehören zusammen, die kann man gar nicht auseinanderdividieren. Motorsport ist ohne Innovation nicht möglich und insofern ergänzen sich die beiden Sachen, glaube ich, sehr, sehr gut. Vielen Dank, Herr Schubauer. Gerne, bitteschön.